Die Tuba ist 2024 das Instrument des Jahres. Viele kennen die Tuba als Begleitinstrument bei der Blasmusikkapelle. Dass eine Tuba sehr viel mehr zu bieten hat, wurde vergangene Woche im Pförtnerhaus in Feldkirch zum Besten gegeben. Tuba- und Tenorhornprofessor Jack Ströer hat zu seinem 60. Geburtstag eine einzigartige Band zusammengestellt. Tuba Big Band, bestehend aus ca. 30 tiefen Blechinstrumenten von ehemaligen Studenten gespielt. Jack Ströer, der das Ensemble nicht nur geleitet hat, sondern die gespielten Stücke größtenteils arrangiert hat, hat sich mit dem Konzert selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Es ist dazu gekommen, dass ich immer schon ein totaler Big Band Fan war und auch Jazztheorie und Arrangement in Wien studiert habe. Und nachdem ja Tuba und Tenoren mein Hauptfach ist, habe ich immer schon davon geträumt, in so einer Besetzung etwas aufzustellen. Ist natürlich schwierig, weil das eher tiefe Instrumente sind. Aber ich habe mich jetzt überwunden, habe die Arrangements geschrieben, habe mir gedacht, es muss gelingen und ich bin wunschlos glücklich. Es ist das schönste Geburtstagsgeschenk für mich selber, sage ich jetzt ganz angeberisch und arrogant, dass es gelungen ist. Und ich habe große Freude mit dieser neu gegründeten Barituba Big Band. Am meisten Spaß macht mir einfach die Jazz- oder die Funkmusik, weil ich immer schon ein Fan war. Und dass wir diese Instrumente, die in der Blasmusik eine ganz andere Funktion haben, einfach einmal dazu bringen, zu swingen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das ist uns, glaube ich, halbwegs gelungen und das macht mich sehr glücklich. Das Konzert brillierte mit Abwechslung. Neben der voluminösen Barituba Big Band, teilweise mit Gesang unterstützt, standen auch Solos, Duette oder Quartette auf dem Programm. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime and a hand to hold when leaves begin to fall and a love whose burning light will warm the winter night. That's all, that's all. Gerundet wurde der Sound von Piano, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug. Die extra angereiste Familie von Jack Ströer und das heimische Publikum waren jedenfalls begeistert von dem über zweistündigen Konzert. Ich bin extra aus Wien hergekommen und es war super. Das war so vielseitig. Ich habe mir gedacht, das war nur Bubissen sein, aber auch, dass die Tuba Klassik spielen. Das war für mich auch ganz neu. Und ich weiß, wie der Jakob ihn zusammengesucht hat alles. Das war so schwierig. Er ist toll. Also ich bin stolz auf den Jakob. Aber ich bin auch stolz auf meine Tochter. Ja. Also mir hat die Vielfalt sehr gut gefallen. Und da ich selber auch Chorsängerin bin, hat mir natürlich das Locus Isti von Bruckner ganz besonders gut gefallen. Und auch die klassischen Sachen. Also mir hat diese Abwechslung sehr gut gefallen. Also das Klassische, die alten Komponisten und natürlich der Big Band Sound und diese Tuba, diese tiefen Bässe, das hat wunderbar zusammengeklungen. Also ich bin auch sehr stolz auf meinen kleinen Bruder. Ich spiele mehrere Instrumente, aber das, was ich heute gehört habe, das ist Weltklasse, Weltklasse. Und der Jack kenne ich schon lange, der ist also, immer wenn der was zusammenstellt, ist unbeschreiblich. Also das Riesenprogramm und das läuft so ruhig ab, da hat man das Gefühl, die haben tausendmal probt, aber ich glaube,
die sind nur kurz zusammengekommen, von überall her, was die bieten. Und die Zungenschläge, die die haben, die spielen sie alle auch Trompeter. Unvorstellbar, das sind einfach Klassen über den normalen Musiker, um mehrere Klassen. Muss ich sagen, gratuliere euch auch, dass ihr das alles noch den Leuten, die jetzt heute nicht kochen können, präsentieren. Das ist eine tolle Sache. Auch für die Musiker war es ein einmaliges Erlebnis, das sie so schnell bestimmt nicht mehr vergessen werden. Es ist immer eine Freude, mit dem Jack was gemeinsam zu machen, und es ist immer Inspiration und hat mir auch auf meinem Posaunenstudium echt nachhaltig geprägt. Und es ist schön, dass wir jetzt nach all den Jahren, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, an so einem schönen Anlass wieder zusammenfinden können und dass wir Musik haben machen dürfen. Nach dem Konzert wurde noch standesgemäß der Geburtstag von Jack Ströer gefeiert. Ob das nun wirklich ein einmaliges Konzert war, bleibt aufgrund des Erfolgs abzuwarten.